Ja, halli, hallo, hallo, willkommen zurück zu der Wichser. Und wir sprechen mit Jeffro. Gib mir meine Sachen wieder. Ihr habt die Gorgo getötet. Hab ich. Im Namen von König. Endlich hat diese Posse ein Ende. Ja. Eure Habseligkeiten aus der Truhe. Endlich kann ich mich... Okay. So, wo ist meine Truhe? Gitterstäbe. Abgeschlossen. Gitterstäbe. Abgeschlossen. Gitterstäbe. Nicht abgeschlossen. Rein da und... Oh ja, das Hexerstahlschwert. Die nehmen wir natürlich mit, das ist einiges. Tafelwasser. Eigentlich können wir alles mitnehmen. Alter, okay. Jetzt bin ich auf jeden Fall ausgerüstet wieder. Junge, zieht er das rein. Bam, bam, bam. Mit drei Schwertern rennen wir rum. Könnten wir noch so einen kleinen Dolch dazu machen. Jetzt müssen wir ja irgendwann mal, wenn wir dazu kommen... Müssen wir unsere Sachen wieder verkaufen. Jetzt sind wir nämlich gleich wieder voll. Ich gehe mal in das nächste Gasthaus. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall wieder ordentlich Zeug. Das ist geil. Zieht euch das rein. Bam, wir sind so badass. Okay, wir haben unsere Sachen wieder. Das freut mich auf jeden Fall. Wer knurrt? Niemand. Berengars Geheimnis. Okay, wir haben die Sachen, dann könnten wir eigentlich jetzt mal zu den Verdächtigen gehen. Gedächtnis. Taler nach dem Silberschwert. Professor. Der Verdächtige, den will ich haben. So, da sind wir gerade in der Nähe, da gehen wir noch ein bisschen zurück. Wir müssen ja nicht... Ja, ja. Vincent irgendwas. Wachlokal. Oh, okay. Hier rein. Hallo? Stadtwache? Bin ich ja falsch? Hier bin ich doch richtig. Hier müsste er stehen. Wahrscheinlich steht er erst später da. Was habt ihr so? Händlerviertel-Tor. Nö, gehen wir jetzt erstmal nicht rein. Okay, dann machen wir erst was anderes. Gesucht. Ah, muss ich wieder in den Kerker rein. Okay. Können wir machen. Tut mir leid, dass hier wieder mal ein bisschen getrödelt wird, aber ich habe Zeit, ihr habt Zeit. 10 Minuten könnt ihr euch ja wohl noch nehmen, oder? Die 10 Minuten könnt ihr euch doch noch nehmen. So, ich habe was zu besprechen. Was ist? Das geht euch. Ich wollte doch... Oh je, der hat irgendwas genommen. Pass mal ab hier. Hallo. Bitteschön. Bei gutem Fest. Bei wem habt ihr die Taler der Hehler? Irgendwie okay. Muss er ja seinen Lebensunterhalt ver... Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin. Irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich... Ich war schon bei Taler. Ah, nee, war ich noch nicht. Aber tötet ihn nicht. Okay. Diesem Laster soll... Vielleicht, aber nicht... Adieu. Kann ich jetzt mit dem Kerl reden? Hey, ich habe was zu bereden mit dem Kerl eigentlich. Was muss ich denn machen? Taler, verdächtiger Taler sogar. Gesucht haben wir doch. Und Feinde sollte ich mit dem Gefängniswärter Jeffro sprechen. Habe das schon gemacht. Ich fühle mich, als könnte ich einen Kavallerieangriff aufhalten. Okay. Haben wir in dem Fass noch was drin? Nehmen wir natürlich mit, in der Truhe ist nur noch... Das ist das Gleiche, ne? Ja. Die Fackel ist auch das gleiche. Okay, dann sind wir aber ganz gut ausgerechnet. Ganz gut. Gefällt mir. Aber es bringt mir jetzt nicht, mit dem Kerl zu reden. Dann müssen wir mit dem anderen Kerl. Was ist denn immer los hier? Gedächtnis einer Klinge. Taler nach dem Silberschwert. Verdächtiger Taler. Ich sollte Taler... Ne? Die Bestie. Das habe ich doch schon gemacht. Ich muss Vincent den Beweis zum Töten... Dann machen wir das halt. Ach, Vincent ist ja nicht da. Okay, dann suchen wir uns mal das, würde ich sagen, das nächste Lagerfeuer einfach. Suchen wir uns einfach das nächste Lagerfeuer. Damit wir ein bisschen meditieren können. Muss es ja irgendwo hier geben. Hier steht nämlich Vincent gar nicht. Ein Hund. So. Was ist hier los? Oh. Was ist hier los?
Würde mich nicht wundern, wenn das ein Scheiterhaufen wäre. Und da die Pestleichen verbrennt werden. Das würde mich gar nicht wundern. Hallo, gibt es hier eine Absteige für mich? Irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich muss mal ein bisschen Zeit hier totschlagen. Eine Tür. Noch ein Fass, da schauen wir jetzt nicht rein. Ich spreche mal mit Siegfried. Was hast du mir denn zu bieten, Siegfried? Geralt, schön euch wiederzusehen. Ja, schön euch wiederzusehen. Tut mir leid. Oh shit. Ach egal. Niedere Arbeiten lehren Demut und Ausdruck. Stimmt. Die Pest scheint mich zu verschlebt wohl. Ja, oh. Die Dunkelheit unter Visimar macht Menschen hilflos. Was Siegfried ist das denn, Alter? Für ein Viech. Wäre leichte Beute für die Gorgo gewesen. Seine Fackel lockte alle Ertrunkenen an. Aha. Ich konnte in Ruhe jagen. Naja, er hat mir eigentlich schon ein bisschen geholfen. Das Krankenhaus bewachen. Besser als im Dunkeln durch einen messerscharfen Schnabel zu sterben. Ja, stimmt eigentlich. Lehrt außerdem Demut. Ausdauer. Mhm. Das tut es. Das tut es. So, dankeschön. Lassen wir noch was? Die Pflicht ruft. Die Pflicht ruft, okay. Schild. Das Krankenhaus, okay. Kann ich da rein oder darf ich? Ich darf rein, jawohl. So, vielleicht können wir ja bis zum Morgengrauen meditieren. Aha, wunderschön hier. Hallo Leute, kranke Frau. Kranker Mann. Oh Gott. Nicht alle auf einmal. Noch eine Fackel. Das nehmen wir mit. Können wir alles verkaufen. Ich habe so viel Geld. Kann ich mir mega Ausrüstung kaufen. Kann ich irgendwo pennen oder so? Alter, der... Mili... Nimm! Was habe ich bekommen? Jenseits? Nee. Via... Ja, kriegst du nochmal. Mistelzweig. Dankeschön. Gehen wir ein Essen eintauschen. Wir werden alle sterben. Mache doch bereit. Geh ich bei mich bei euch ausruhen oder so? Mach den Mund auf und sag A. Na. Also ich bin jetzt wirklich gleich wieder voll. Aber ich muss irgendwo meditieren. Jetzt hier raus, hier ist der Ausgang. Okay, der andere Ausgang, den wir da gesehen haben. Wo könnte ich meditieren? Wo kann ich hier meditieren? Das ist die Frage. Hier ist der Scheiterhaufen. Oder whatever. Wir haben unbekannte Kräuter. Ich glaube nicht mal, dass sie so unbekannt sind. Hast du vielleicht ein Lagerfeuer da unten drin? Ich müsste mal ganz dringend mich ein bisschen ausruhen. Ja, hat ein Lagerfeuer eine Feuerstelle. Hachi. Nee. Ah. Warum wurde der Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geld... Hey, ihr steht nach wie vor... Wer war der? Keine Ahnung. Okay. Ich habe... Fragt. Wisst ihr etwas über... Warum sollte ich euch... Vielleicht okay. Kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Jetzt habe ich aber keine mehr. Shit. Habt ihr eine Erkältung? Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistek am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt... Wo? Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jethro. Oh. Solltet ihr Fistek bei Coleman im haarigen Bären kaufen, sagt nicht, dass ich euch schicke. Okay. Ich habe... Volltest muss die Salam... Das ist kein königliches Gold. Interessant. Außerdem, wer ist dieser Phil? Ich kann's euch nicht sagen. Philanthrop? Dem werde ich auf den... Okay, danke. Habe ich die Quest jetzt erledigt? Ja, habe ich. Vivaldi den Zwerg. Okay. So, jetzt haben wir immer noch nicht gepennt. Oder zumindest uns ein bisschen ausgeruht. Was mich ein bisschen nervt. Also, das würde ich gerne machen. Aber... An dieser Stelle beende ich erstmal die Folge. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert nicht vergessen und halt das Video unbedingt mit euren Freunden, damit ihr auch nichts mehr verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss mit dir und ciao.